Die Hütte ist voll, der Rahmen passt. Herzlich willkommen zum letzten Staffelrennen dieser Saison, zum letzten Frauenstaffelrennen. Schnee und Eischaos in Deutschland. Machen Sie es sich gemütlich. Wir schicken Ihnen die Sonne aus dem Wohnzimmer des Wintersports in Ihre gute Stube nach Deutschland. 23 Staffeln haben wir am Start. Und Maren Hammerschmidt, die Startläuferin der deutschen Staffel, für mich die Favoriten heute. Denise Herrmann, Franziska Preuß und Laura Dahlmeier. Sie haben etwas wieder gut zu machen. Wir haben es gerade eben gehört nach der verpatzten Olympiastaffel. Die Franzosen mit Chevalier, Emonier, Dorin, Aubert und Bescon ohne Justine Bresas. Die ist aus Kontiolahti krank nach Hause gefahren. Schweden, Olympia, Silber, genau in dieser Aufstellung. Persson, Brorsson, Magnusson und Öberg. Magnusson gestern erst angereist, auch sie schwächelte etwas nach dieser anstrengenden Olympiazeit. Lisa Vitozzi, Startläuferin der italienischen Staffel. Und die Gastgeberinnen aus Norwegen, Sulemdal, Eckhoff, Tandrevold und Olsby. Auch sie starten wie Italien in der Olympiabesetzung. Und das sind die Olympiasiegerinnen. Weißrussland, Skardino, Alimbekava, Pisareva und Domracheva. Heute allerdings ohne Kryuko. Dürfte es schwer sein, ganz vorn hineinzulaufen für Weißrussland. Viermal sechs Kilometer gilt es zu bewältigen. Jede Läuferin läuft also 3 2-Kilometer-Runden. Im Hintergrund die große Schanze. Letzte Woche ja hier Skispringen und Langlauf-Weltcup, das große Skifestival am Holmenkollen. Und dann eine Woche später die besten Skijägerinnen und Skijäger der Welt. Maren Hammerschmidt setzt sich gleich an die Spitze. Sie ist aus dieser ersten Gruppe, was das Laufvermögen angeht, die stärkste. Sie sollte hier das Tempo bestimmen. Die 28-Jährige aus Winterberg, die ja in Ruhpolding lebt. Jetzt neben ihr Anaïs Chevalier, die vor einer Woche in Kontiolahti die dritte war im Massenstart, als Vanessa Hinz gewann zur deutschen Besetzung. Vanessa Hinz und Franziska Hildebrand fehlen. Hinz letzte Woche Erste. Hildebrand vorgestern beste Deutsche im Sprint. Warum fehlen ausgerechnet die bei beiden? Auf eigenen Wunsch. Vanessa Hinz hatte schon am Montag gesagt, sie möchte sich auf die Einzelrennen konzentrieren. Braucht auch mal eine Pause. In der vergangenen Woche hatte ja Laura Dahlmeier in Kontiolahti um diese Pause gebeten. Und Franziska Hildebrand, die hatte schon am Sonntag in Kontiolahti und auch im Sprintrennen vorgestern hier wieder Probleme mit den Schienbeinen. Auch sie möchte lieber einmal aussetzen, einen Tag Pause machen, sodass sich dann die Staffel quasi von selbst aufstellte mit den vier Verbliebenen. Nur die Reihenfolge jeweils was anders. Franziska Preuß wollten die Trainer dann doch nicht noch einmal auf die Startposition stellen. Lisa Vitozzi jetzt vorne vor Maren Hammerschmidt, um sie nicht dieser etwas schwierigen psychologischen Situation auszusetzen, nachdem sie ja in Pyeongchang so eine unglückliche Figur gemacht hatte auf der Position 1. Preuß heute dann auf der 3 und dann hat Maren Hammerschmidt gesagt, ich mach's, ich laufe die Staffel an. Denise Herrmann auf der 2, Laura Dahlmeier, wie gehabt, die deutsche Schlussläuferin. Lisa Vitozzi, gestern ist sie beim Training hier ziemlich schwer gestürzt, hat ein großes Brillenhämatom auf der rechten Seite unter ihrem Auge, dicker Bluterguss, sieht man jetzt nicht natürlich unter der Brille. Und hat sich auch den rechten Daumen ein wenig verstaucht. Es behindert sie aber nicht beim Schießen. Das hat sie nach dem Anschießen eben noch einmal signalisiert. Daumen hoch gab es da mit dem kaputten Daumen. Das ist jetzt diese schnelle Abfahrt hinten hin zum langen Anstieg. Und diese Stelle wird uns möglicherweise in der Schlussrunde noch einmal als Schlüsselstelle begegnen. Das ist dann wirklich der letzte lange Anstieg.
wo man eine Attacke setzen kann, wo man sich möglicherweise lösen kann. Und dann geht es um diesen Berg, den WM-Haugen, den früheren Gratis-Haugen. Da, wo sie alle sitzen und grillen. In einem langen Rechtsbogen zurück ins Stadion. Und dann sind diese 2 Kilometer auch schon absolviert. Und dann geht es zum Anschlag. Und jetzt sehen Sie da hinten Oslo im Hintergrund. Wunderbar hier die Fjordlage. Ein toller Ausblick, den die Athleten gestern am Ruhetag alle genießen konnten. Auf dem weitläufigen Streckensystem. Ich war selbst da unterwegs, habe ich viele Sportler getroffen. Denise Herrmann war gestern die einzige der Deutschen, die hier am Schießstand trainiert hat. Alle anderen sind ohne Gewehr einfach ein bisschen dort laufen gegangen. Und konnten den Ausblick aufnehmen, den sie jetzt vielleicht maximal peripher wahrnehmen. Und jetzt geht's links hinunter ins Stadion. Uljana Kaischewa aus Russland führt die Staffel jetzt hier an. Bin ich gespannt auf die russischen Staffeln. Gute Platzierungen der russischen Athleten hier in dieser Woche. 3 in den Top 15, nur Slivko war schwach. Tatjana Akimova fehlt, auch sie erkrankt. Einige fehlen krankheitsbedingt. Andere schonen sich heute. Kaisa Mäkäräinen läuft nicht in der finnischen Staffel mit. Möchte die Konzentration auf den Gesamtweltcup legen, ist ja dort im Zweikampf mit Kuzmina. Die Slowakei startet gar nicht. Also Kuzmina und Mäkäräinen, die beiden Besten der Welt, heute gar nicht dabei. Beide Nationen aber, was Staffeln angeht, ohnehin nicht zum Favoritenkreis zu zählen, weder Finnland noch die Slowakei. So, jetzt Konzentration, erstes Schießen, kleine Erinnerung. In den Staffeln gibt es Nachlader, also nach 5 Schuss. Wenn man dann noch nicht alle getroffen hat, hat man noch 3 weitere Chancen, um die Strafrunde zu vermeiden. Ganz unten die Scheiben von Maren Hammerschmidt. Chevalier trifft 5-mal. Und auch Maren Hammerschmidt. Auch Persson, die Schwedin, auch Merkuschina für die Ukraine. Die Totsi braucht einen Nachlader, das dauert so 10 Sekunden. Kaischewa für Russland 2 Nachlader. Gasparin, Chevalier, Hammerschmidt, die Totsi, das sind die ersten, die jetzt rausgehen. Und für die USA Claire Egan kämpft gegen die Strafrunde, muss in die Strafrunde, die Amerikanerin, die gestern ins Athletenkomitee gewählt worden ist, eine von 4 Athletensprecherinnen und Sprechern ist für Deutschland Erik Lesser gewählt. Das ist Elisa Gasparin, die Führende. Maren Hammerschmidt übrigens mit einer sehr guten Schießzeit. 25 Sekunden hat sie gebraucht für dieses Liegenschießen. Der kleine innere Kreis, das ist die Scheibe, die sie jetzt treffen muss. Da beim letzten hat sie ein bisschen Glück gehabt, der geht oben auf den Rand. Maren Hammerschmidt, das Stehenschießen ist ja so ein bisschen ihre Problemdisziplin in den letzten Wochen gewesen. In Antolz im Massenstart, da hat Maren Hammerschmidt das letzte Mal eine Stehenserie ohne Fehler hinbekommen. Ende Januar war das. Wäre mal wieder an der Zeit. Chevalier geht in Führung, daneben Hammerschmidt und Vitozzi. Frankreich, Deutschland, Italien. Schweizer Staffel wieder gut mit dabei. Die waren 6. bei Olympia, das war die beste Platzierung für eine Schweizer Staffel bei einem internationalen Spitzenevent. Saki auf Position 5. Allerdings die einzige Japanerin von Weltniveau. Das heißt, die japanische Staffel, die können wir gedanklich schon so ein bisschen aussortieren. Ebenso die finnische Lehtonen dort vorne auch noch mit dabei. Das sind Nationen, die können dieses Niveau nicht halten. Kaischewa 12 Sekunden zurück. Und
Und die Tschechinnen Puskáčíková wieder nur auf der 19 schlecht ins Rennen gekommen. Dabei hat sie nur zwei Nachlader gebraucht. Die Tschechin bei Olympia ja 12. geworden mit 4 Strafrunden. Laufen ebenfalls in derselben Besetzung wie in Pyeongchang. Damals hatte Puskáčíková keine Runde geschossen. Gislova 2, Davidova 2 Runden. Die laufen auch heute wieder auf den Positionen 2 und 3. Und hinten dann noch Veronika Vítková, die stärkste Tschechin, in Abwesenheit nach wie vor von Gabriela Kukalova. Und das ist hinten jetzt hier diese einzige Stelle, wo sie ein bisschen für sich sind, wo da vielleicht so 2, 3 Techniker am Rand stehen, die im Falle von Materialproblemen da mal einen Stock anreichen können. Maren Hammerschmidt mit Bänderriss läuft sie, war umgeknickt in Pyeongchang beim Stehen einfach. Wollte sich umdrehen, hat sich ein Außenband gerissen. Das Band behindert sie aber nicht, sagt sie. Eng getaped. Soll nicht operiert werden. Und hier nochmal der Blick in die Abfahrt. Skardino, Olympiasiegerin für Weißrussland, auf Position 6 aktuell, aber ich sagte es ja schon, die Weißrussin nicht in Bestbesetzung. Yuko liegt mit Fieber im Bett und wie Janara Alimbeka war, musste sich mit einem Zimmer teilen. Sie konnten kein zweites Zimmer auffinden, musste mit ihr in einem Doppelbett im Hotel schlafen. Dann haben sie irgendwann nach 2 Tagen getauscht mit einem Techniker, damit dort keine Ansteckungsgefahr besteht. Und der österreichische Trainer der weißrussischen Staffel, Alfred Eder, sagt, wir wollen uns heute hier gebührend verabschieden. Das heißt für mich aber anständig, wir können hier heute nicht um einen vorderen Platz mitreden. Vor allen Dingen nicht mit Pisareva auf der 3. Die ist 75. im Gesamtweltcup und der letzte Kyoko, die ist 17. Zweites Schießen, stehend Anschlag. Maren Hammerschmidt in Hochfilzen im Dezember. Da hatte sie einen ganz schlechten Verfolger gelaufen. Und am nächsten Tag eine super Staffel, ganz schnell 0-0-0-1 geschossen, also einen Nachlader gebraucht stehend. Vielleicht gelingt es ihr heute auch wieder auf diese Reset-Taste zu drücken. Fehler Hammerschmidt. Aber jetzt haben sie alle schon Fehler geschossen. Maren Hammerschmidt allerdings 2, Tachizaki einen. Jetzt das Nachladen manuell. Kriegt sie die Patrone nicht richtig reingeführt. Jetzt ist sie drin. Treffer. Tachizaki ist fertig. Vitozzi ist fertig. Skardino ist fertig. Auch Chevalier. Und jetzt auch Maren Hammerschmidt. 2 Nachlader. Hat ein bisschen viel Zeit verloren dort beim ersten Nachladen. Sekunden die Schießzeit von Maren Hammerschmidt jetzt. Zum Vergleich, die Russin Kaischewa hat 26 Sekunden gebraucht. Also 16 Sekunden hat Hammerschmidt auf der Matte verloren. Jetzt 8. mit 13 Sekunden Rückstand. Jetzt muss sie ihre Laufstärke ausspielen auf dieser letzten Runde. Da muss sie noch 2, 3 Plätze gut machen können. Das muss drin sein, auch wenn es nur 2 Kilometer sind. Und sie attackiert jetzt hier schon am Stadionausgang. Hat 3 Läuferinnen unmittelbar vor sich. Hat jetzt abseits der Kameras schon eine überholt. Da haben wir sie. Also Tachizaki, Japan führt, dann Wischnewskaja, Kasachstan. Das sind 2 Nationen, die werden wir am Ende des Rennens dort oben nicht mehr sehen. Dann Vitozzi, Skardino, Chevalier, Kaischewa, Merkushina und Maren Hammerschmidt auf Platz 8. Aber das klingt schlechter als es ist, denn der Abstand nach vorne ist nicht groß. Wir haben gesehen, sie ist jetzt schon 7. Und wir wissen auch, dass die Nationen, die vor Maren Hammerschmidt platziert sind, teilweise nicht so stark besetzt sind wie die Deutschen. Aber die Japanerin, die sollten wir uns merken. Fuyoka Tachizaki, Platz 5, Platz 4 war es. Im Sprint in Oslo, hier vor 2 Tagen. 10. war sie schon einmal in Ruhpolding, letztes Jahr im Januar.
die erste Japanerin, die im Biathlon in die Weltspitze vorgelaufen ist. Und jetzt führt sie hier tatsächlich die Staffel Richtung ersten Wechsel. 2005 bei der WM in Kontiolahti, die in der Mixstaffel, da ist sie als Startläuferin auch schon mal auf zwei gewechselt. Das war eigentlich das erste Mal, dass sie international im Rampenlicht stand, auch wenn jetzt Lisa Vitozzi von hinten nachdrückt. Trotzdem wieder ein starker Auftritt von Fuyuku Tachizaki. Ja, da kommt Maren Hammerschmidt. Schon auf Position 5. Hat also drei Plätze aufgeholt. Und eine Sekunde auf die Spitze. Und auch die drei Sekunden zu Scardino. Die vier Sekunden zu Wischnewskaja. Die sind drin für Maren Hammerschmidt. Auf den letzten 1,4 Kilometern. Bis zum ersten Wechsel. Puskáčíková, 17. 49 Sekunden zurück. Also die Tschechinnen, die haben doch schon deutlich mehr an Boden verloren hier auf der ersten Schleife. Vier Nachlader insgesamt. Jetzt zum letzten Mal diese Abfahrt. Maren Hammerschmidt, da macht sie schon wieder die nächste Position gut. In der Abfahrt innen vorbeigegangen. Dort links am Rand, das ist Maren Hammerschmidt. Jetzt ist sie schon dritte. Die Tozzi inzwischen vorbeigegangen an der Japanerin. Am Anstieg jetzt hier. Jetzt am Übergang ein bisschen Schwung mitnehmen nach dem Anstieg, wenn es wehtut. Nur noch vier Sekunden zwischen Hammerschmidt und Tachizaki. Denise Herrmann macht sich bereit, die zweite deutsche Läuferin. Und für Maren Hammerschmidt ein sehr gutes Rennen heute. Wichtig für sie nach dem verkorksten Sprint vorgestern, als sie nur 50. war mit vier Schießfehlern. Gestern Nachmittag war sie unten in der Stadt mit den anderen. Die gesamte Mannschaft und Benny Doll. Über den Danilis Herrmann sagte, einer muss ja zahlen und unsere Einkäufe tragen. Da haben sie einen kleinen Ausflug gemacht. Waren am Nachmittag ein bisschen shoppen, Kaffee trinken, auf andere Gedanken kommen. Und jetzt hat sich Maren Hammerschmidt rehabilitiert auf jeden Fall heute mit diesem Auftritt. Bei den Olympischen Spielen wurde Italien nur Neunter. Ähnlich wie für die Deutschen lief es nicht gut. Jetzt führen sie nach der ersten Läuferin. Allerdings bei Olympia lief es auch am Anfang für Italien ganz gut. Dann kam Dorothea Vira und schoss zwei Strafrunden. Und auch Nicole Gontier und Federica Sanfilippo auf den Positionen 3 und 4 schossen jeweils eine Runde. Da waren die Bedingungen allerdings auch kompliziert. Jetzt derselbe Wechsel wie in Pyeongchang. Vitozzi auf Vira. 7 Sekunden der Rückstand von Japan und Deutschland. Also Maren Hammerschmidt hat fast noch Platz 2 erreicht. Russland auf 4, Frankreich auf 5. So geht's ins zweite Viertel. Denise Herrmann, in der vergangenen Woche hat sie gefehlt, grippaler Infekt. Letzte Woche Freitag wieder angefangen zu trainieren. Norwegen 37 Sekunden zurück jetzt mit Tiril Eckhoff. Das
jetzt nochmal so ein Paket. Schweden, Norwegen, die Ukraine. Mannschaften, die wir im Auge haben. Dann die Tschechen, 53 Sekunden. Puskatschikova. Zwei Nachlader für Maren Hammerschmidt, 7,9 Sekunden der Rückstand. Jetzt von Denise Herrmann auf Dorothea Wira. Die deutsche Staffel ist im Geschäft. Es gibt eine kleine Lücke zwischen Platz 6 und 7, zwischen Weißrussland und Kasachstan von 10 Sekunden. Das ist ein Nachlader und hier sehen wir es nochmal. Da wird kurz vorm Start nochmal ein bisschen was abgeschnitten vom Handschuh von Denise Herrmann. Wenn ich das richtig sehe. Und an der Stockschlaufe. Jetzt hält da einer seine Mütze ins Bild. Konnte was nicht ganz genau erkennen. Eine kleine Korrektur noch. Und Denise Herrmann. Für sie gilt fast das, was eben auch für Maren Hammerschmidt gilt. Läuferisch ist sie eine der stärksten in dieser Runde. Mit Tiril Eckhoff sicherlich der Norwegerin. Auch Celia Emonier. Der Französin, die auf Platz 4 im Moment läuft. Kuriose Geschichte. Denise Herrmann und Celia Emonier, beide kommen vom Langlauf. Beide liefen 2014, vor 4 Jahren bei Olympia noch, gemeinsam in einem Rennen im Langlauf gegeneinander in der Staffel. Damals gewann Denise Herrmann Bronze für Deutschland. Emonier wurde mit Frankreich Vierter. 4 Jahre später treffen sie sich wieder beim Biathlon in einer Staffel. Ja, und Tiril Eckhoff, die geht's schnell an. Zehnte beim Wechsel, achte jetzt. 55. war Eckhoff im Sprint hier vorgestern. Ganz enttäuschendes Rennen für den Publikumsliebling bei ihrem Heimrennen. Und nur 5 Minuten von ihr entfernt in einem Apartment. Aktuell allerdings im Mannschaftshotel, was nur 5 Fußminuten von hier entfernt ist. So, Herrmann vorneweg in die Abfahrt. Links Wira, rechts Emonier. Auch Dorothea Wira mit einem verkorksten Sprint. Die war nur 39. Also die Besten der Welt oder viele der Besten hatten hier vorgestern keinen guten Tag. Wira geht jetzt wieder in Führung. Links daneben, das ist Emonier. Jetzt sehen wir es auch mal ein bisschen näher. Und jetzt ist Denise Herrmann wieder vorn. Und kurz vorhin erwähnt, sie war die einzige der Deutschen, die gestern hier am Schießstand trainiert hat mit Gerald Hönig. Sehr intensives Training. Erster Schusstraining, da wird immer abwechselnd, liegend, stehend geschossen, wird immer wieder Gewehr aufsetzen, absetzen, Magazin einführen, wechseln, um diese ganzen Abläufe zu intensivieren, zu überprüfen. Wir werden sehen, ob sich's ausgezahlt hat jetzt gleich im Liegenanschlag. Denise Herrmann, da ist sie eigentlich eine Bank. In ihrem zweiten Jahr ja erst als Langläuferin, als Biathletin, die ehemalige Langläuferin. Im Stehendanschlag, da fühlt sie sich noch etwas schwerer. Jetzt geht's ja erstmal im Liegen los. Dorothea Wira. Beste Schützin von denen hier ist Wira, die auch am schnellsten schießen kann. Und das auch tut. Unten die Scheiben von Hammerschmidt. Nachlader Hammerschmidt, Wira ist fertig. Denise Herrmann. Auch Emonier ist fertig, ein Nachlader für Herrmann. Und auch sie hat da ein paar Probleme. Mit dem vielleicht gerade abgeschnittenen Handschuh.
jetzt auch lange. Ähnlich wie vorhin bei Maren Hammerschmidt bei ihr im Stehenschießen hat sie jetzt lange gebraucht. 54 Sekunden Schießzeit. Dorothea Wira brauchte 26 Sekunden. Das ist eine Strafrunde, die das länger geraucht hat. Dementsprechend 27 Sekunden jetzt der Rückstand von Denise Herrmann auf Dorothea Wira. Eckhoff auf der 9. Nur noch 10 Sekunden hinter Deutschland. Da läuft Denise Herrmann raus. Ja, das ist Dorothea Wiras Serie. Und die hat das natürlich, wie sie das eben so gut kann, perfekt gemacht. Gerade im Liegendanschlag ist auch das Tempo eine ihrer Stärken. Und dann da rechts der Fehler von Denise Herrmann. Bedingungen am Schießstand sind gut. Es ist kaum Wind, ganz leicht von links nach rechts. Aber der spielt keine Rolle. Der war auch beim Anschießen genauso. Also beim Vorbereiten des Gewehrs vor dem Wettkampf. Und jetzt zack, da muss sie eigentlich drin sein, die Patronen. Dann verkantet sie etwas. Und verliert allein da 8-9 Sekunden. Und braucht dann eben auch sehr lange, das Zielbild zu finden, um den Schuss zu setzen. Ist natürlich in Ordnung, besser zu treffen, als daneben zu schießen. Dennoch geht eben auch da Zeit verloren. Mehr als bei denen, die das eben schon so lange machen wie Dorothea Wira. Wira und Emonet jetzt gemeinsam 4 Sekunden Rückstand hatte. Emonet nach dem Schießen, das Loch hat sie zugelaufen. Weißrussin aus der Olympiasiegermannschaft Janara Alimbekova. Die halten sich gut. Dann Denise Herrmann jetzt noch 22 Sekunden zurück. Hat die Japanerin Furuya überholt. Zirin Eckhoff hat auch schon wieder 5 Sekunden auf die Spitze weggenommen. Auf 600 Metern. Borsson, Abstand zur Spitze gleich geblieben bei der schwedischen Olympia-Zweiten. Ja, Emonier könnte schneller als Wira, macht sie aber nicht, sondern geht da das Tempo der Italienerin mit, um dann im Stehendanschlag durchzukommen. Das ist die große Schwäche von Celia Emonier, der Stehendanschlag, da trifft sie nur 66%. Jetzt am Anstieg. Da geht sie raus und Denise Herrmann ist auch schon da. Trifft 76% im stehenden Anschlag. Zurück hier wieder rechts 84. Aber das sind nur Zahlen. Was zählt, sind gleich Fakten. Und jedes Rennen ist wieder anders und Dorothea Wira hat im Sprint vorgestern im Stehendanschlag dreimal daneben geschossen. Also da waren auch alle Statistiken nichts wert und auch da lag es nicht an den Bedingungen. Es ist eben einfach auch nicht immer zu berechnen, wie dieser Sport funktioniert. Und auch das macht ihn natürlich auch so faszinierend, dass er eben unberechenbar ist. Sekunden der Rückstand, das waren 27, also fast 10 Sekunden hat Denise Herrmann bis hierhin gut gemacht. Genau wie Tiril Eckhoff, die Norwegerin auf der 6. Das sind die beiden, die jetzt hier das Tempo machen auf dieser Runde. Wenn auch nicht gemeinsam, sondern die eine eben auf Position 4 und die andere auf Position 6. Franziska Preuß.
bei der unmittelbaren Vorbereitung auf ihren Wettkampf. Und die beiden Ersten sind da. Dorothea Wierer. Der Druck ist ein bisschen bei der Französin, die weiß, sie muss hier über Gebühr schießen, damit sie vorne dran bleibt. Dorothea Wierer hat die große Chance, jetzt ihre Staffel ein wenig abzusetzen. Tempo schießen der Italienerin und Emonier hat den ersten Fehler geschossen. Italien setzt sich ab. Wir achten auf Denise Herrmann. Emonier, ein Nachlader. Jetzt wackelt der Lauf bei Denise Herrmann vorne. Zwei Nachlader braucht sie mindestens. Emonier hat es geschafft, ist mit einem Nachlader weg. Jetzt flutscht wenigstens das Nachladen bei Denise Herrmann. Sehr gut. Eckhoff braucht auch zwei Nachlader. Der erste sitzt bei Denise Herrmann. Bronson ist fertig. Und Herrmann hat es gut gemacht, ist mit zwei Nachladern rausgekommen. Hat natürlich wieder Zeit am Schießstand gefunden, aber verloren. Aber jetzt muss sie an der Schraube drehen. Jetzt muss sie eben noch mehr Sekunden rausholen nach vorne als eben. Bronson, Furuya und Hecki sind vorbei. An den dreien muss sie noch vorbeigehen. Das kann sie schaffen. 5 Sekunden. Die nimmt sie den ab. Und auch nach vorne auf Wierer muss sie den Abstand jetzt noch verkürzen. Denise Herrmann hinter ihr. 7 Sekunden. Tiril Eckhoff, die Norwegerin. Und Virolainen muss für Russland in die Strafrunde. Also das russische Quartett verabschiedet sich ein wenig. Die Schweiz mit Lena Hecki noch gut dabei. Oben mit der blauen Mütze Jörn Wollschläger, der Trainer der Schweiz. Und Denise Herrmann hier schon am Ende des Stadions. Da hat sie die einfach stehen gelassen wie einen Kachelofen, die Japanerin. Sie fliegt förmlich vorbei. Hier die beiden Nachlader nochmal von Denise Herrmann. Wenn sich der Lauf vorne nur 2 Millimeter bewegt, dann ist der Schuss vorne 50 Meter entfernt schon vorbei. Also das Gewehr muss wirklich ganz ruhig sein. Dorothea Wierer nach dem 4. Schießen mit 24 Sekunden Vorsprung vor Emonier rausgegangen. Mit 48 vor Denise Herrmann. Jetzt hören wir Maren Hammerschmidt bei Wilfried Haag. Ja, und wir wollen der Maren mal ganz genau ins Gesicht schauen, ob das heute genügend Balsam war für die geschundene Sprintseele. War das okay heute? Ja, es war okay. Ich wäre gerne mit dem einen Nachlader weniger vielleicht stehen. Da tut man sich ein bisschen leichter. Ich habe dann doch gemerkt, dass mir ein bisschen die Beine gezittert haben. Es war heute ja, von Anfang an ein sehr toughes Rennen. Ich war überrascht, dass in der ersten Runde so viel Gas gegeben wird. War für mich ja doch was Neues auf der Startposition, aber war mal wieder spannend. Wir hatten nach dem Sprint die Gelegenheit, über das Stehenschießen zu reden. Heute lief es wesentlich besser, aber was geht da am Kopf ab? Nehmen Sie uns mal mit, wie drehen sich da die Schrauben, was überlegt man alles? Ja, also ich habe mir jetzt danach im Sprint gar nicht mehr so viele Gedanken gemacht. Ich habe es klar mit den Trainern analysiert und mich selber auch mal kurz hinterfragt. Aber manchmal sollte man auch nicht alles zu sehr analysieren, weil ein Schießproblem irgendwo hinzureden, das bringt dann auch nicht weiter. Und ich habe heute einfach versucht, einen guten, gescheiten Anschlag zu finden. Das ist bei mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich mich gut fühle. Ich hätte den ersten nicht daneben schießen müssen, das war wirklich sehr unnötig. Aber im Großen und Ganzen war es ein besserer Anschlag. Dankeschön, Maren. Und Sie haben es vielleicht rechts auf den Zeiten auch beobachtet. Emonier hat 8 Sekunden herausgelaufen gegen Wierer. Denise Herrmann sogar 9 auf Position 3. Und dann kommt auch schon Tiril Eckhoff. Also jetzt spielen diese drei Laufstarken, Emonier, Herrmann und Eckhoff, ihre Qualitäten auf der Strecke aus. Bronson von 3 auf 7 zurückgefallen. Aline Becker war, die wir gerade gesehen haben, auf der 8. Der Olympiasieger Weißrussland. So, das ist die Spitze. Dorothea Wierer hätte sie so bei Olympia geschossen, als sie sich 2 Strafrunden erlaubt hat wie heute. Wer weiß, was das italienische Quartett dort zu leisten imstande gewesen wäre. Und Denise Herrmann. So, Franziska Preuß kann jetzt schon mal langsam in die Wechselzone gehen. Das muss sie auch, denn weit ist es nicht mehr.
Dorothea Wierer, im Sprint vorgestern lief es nicht. Sie ist im Gesamtweltcup von 3 auf 5 zurückgefallen durch ihren 39. Platz. Aber heute mit einer Weltklasseleistung hat sie Italien jetzt in die Position gebracht, das Rennen von vorne zu diktieren. Auch wenn dahinter Emonier und Herrmann läuferisch alles dafür getan haben, ist wieder spannend zu machen. Das ist Nicole Gontier, sicherlich die Schwächste im Quartett der Italienerinnen. Ohnehin haben sie eben offensiv aufgestellt, haben ihre beiden Besten nach vorne gestellt. Die Qualität auf den Positionen 3 und 4 bei Italien ist nicht so hoch wie vorne. Und das ist bei den anderen Nationen nicht so. Da kommt hinten bei Frankreich noch die starke Anaïs Bescon, bei den Schweden Hanna Öberg, bei den Deutschen Laura Dahlmeier. Marte Olsbü auf der 4 bei Norwegen. Veronika Vitkova bei den Tschechinnen, die allerdings mit inzwischen einer Strafrunde schon abgeschlagen auf Position 16 liegen. Und hier durch diese mitfahrende Kamera, da vermittelt sich auch die Geschwindigkeit mal, mit der hier gelaufen wird, jetzt der Wechsel von Italien. Glückwunsch an Dorothea Wira für ein starkes Rennen und auch Celia Emonier hat das sehr gut gemacht. Marie-Dorin Haber, die vor 2 Jahren bei der WM hier die Königin vom Holmenkollen wurde mit insgesamt 6 Medaillen. Vorletztes Rennen in der Karriere von Marie-Dorin Haber. Und Kirill Eckhoff, die hat Denis Herrmann noch überholt. Auch sie hat Wiedergutmachung betrieben nach dem schlechten Sprint vorgestern. Also, jetzt gehen sie gemeinsam raus. Franziska Preuß und Ingrid Landmark-Tandrevold für Norwegen. 34 Sekunden der Rückstand. 14 Sekunden hat Denis Herrmann auf die Spitze rausgeholt. Also, spannendes Rennen, wir sind gleich wieder da. Denis Herrmann sehen wir nach ihrem Wechsel. Zweitbeste Laufzeit. Schneller als sie war nur Kirill Eckhoff. 8,6 Sekunden schneller als Herrmann auf der Strecke. In der Schlussrunde war Eckhoff dann nochmal deutlich schneller. Aber Herrmann ist eben in der Summe die 3 Runden sehr konstant schnell gelaufen. Und obwohl sie eben am Schießstand viel Zeit verloren hat, bleibt Deutschland damit in Reichweite der vorderen Positionen. Und mit 34 Sekunden in einem Abstand auf die führenden Italienerinnen, der hier ohne Probleme noch wieder einzuholen ist in der zweiten Hälfte dieses Rennens. Nicole Gontier, 26 Jahre alt, 57. im Gesamtweltcup. Und dahinter auf den Positionen 3 und 4 Franziska Preuß und Ingrid Landmark-Tandrevold. Tandrevold, 21 Jahre alt, das Talent in der norwegischen Mannschaft, die Jüngste. Marie-Dorin Haber. Dreimal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze bei der WM 2016 hier. Und morgen ist Schluss nach dem Verfolgungsrennen der Frauen. Sie fährt nicht mehr mit nach Tjumen. Sie möchte hier in Oslo ihre Karriere beenden. Soweit ist es bei diesen beiden noch lange nicht. Franziska Preuß und Norwegerin Tandrevold, die haben noch ein paar Jahre vor sich. Jedenfalls, wenn alles nach Plan läuft. Gontier läuferisch durchaus stark, kann da auch die Abstände ganz gut halten. Sie ist am Schießstand nicht immer so stabil. 12 Sekunden der Abstand, 13 waren das
beim Wechsel. Da hat sich nicht viel getan zwischen Italien und Frankreich. Der Abstand zu Norwegen und Deutschland betrug 34 Sekunden. Und auch der war in der Zwischenzeit in etwa in diesem Bereich geblieben. Ja, also das läuferische Niveau der vier jetzt an der Spitze sehr dicht beisammen. Fünf Fehler hat Gontier geschossen im Sprint vorgestern. Drei liegend, zwei stehend. Und anders als bei zum Beispiel Dorothea Wira ist das ein Schießergebnis, mit dem sie öfter zu tun hat. Also sie jetzt da, wo sie nicht so gerne ist, wie auf der Strecke am Schießstand. Daneben Marie Dorin Aubert. Die war 17. im Sprint. Und Gontier, die macht es jetzt super. Fast. Dorin Aubert schießt ebenfalls den letzten daneben. Fast wären sie gemeinsam rausgegangen. Gontier kommt mit einem Nachlader ganz gut davon. Chance für Franziska Preuß, den Abstand zu verkürzen. Auch Dorin Aubert braucht einen Nachlader. Aber auch Franziska Preuß muss mindestens einmal zu den Reservepatronen greifen, die dort am Schaft da befestigt sein können, wo es der Athletin genehm ist. Ein Nachlader, sie ist durch. Tondrevol kommt ohne Nachlader durch und beide stehen sie gemeinsam wieder auf. Und beide waren sie etwas schneller am Schießstand als die Italienerin und die Französin. Dadurch ist der Abstand nach vorne auch wieder ein wenig geschrumpft. Jetzt noch 28 Sekunden. Anna Magnusson für Schweden jetzt da. Und für die Schweiz Selina Gasparin im Kampf gegen die Strafrunde. Drei gelbe Pünktchen schon. Magnusson macht es gut. Fünf Treffer. Mitsuhashi für Japan, immer noch auf der 5. Abstände jetzt allerdings schon groß. Gasparin keine Strafrunde, hat es mit drei Nachladern geschafft. Pisarev war ebenfalls 0 für die Olympiasiegerinnen aus Weißrussland. Magnusson mit Schweden jetzt 1,15 zurück, dann die Schweiz 1,16. Aber nach den ersten Vieren, da klafft schon eine ganz schön große Lücke zum Rest der Welt. Franziska Preuß ist eine sehr gute Liegenschützin, aber da links der Fehler von ihr. Hat sie ganz kurz auch zu den drei anderen Nachladepatronen, die sie für den stehenden Anschlag dort am Wangenschaft hat, gegriffen. Und dann die Erleichterung. So ein bisschen ist bei ihr die Leichtigkeit weg. Sie ist voller Zweifel nach den vielen Fehlern, die sie zuletzt geschossen hat. Aber Biathlon mit einer Schnute funktioniert nicht. Sie muss dann eben auch einfach versuchen, diese Leichtigkeit wieder zu gewinnen. 7,3 Sekunden. Abstand zwischen Gontier und Aubert hat sich um eine Zehntel vergrößert. Also wie schon auf der Runde zuvor, können jetzt im Unterschied zu eben auf der Strecke eben keine großen Zeitverschiebungen mehr stattfinden oder finden nicht statt. Hier der Abstand zwischen diesen beiden, der Spitze. Betrug 28 Sekunden. Preuß und Tandrevold haben ein wenig Zeit verloren. Laura Dahlmeier, die deutsche Schlussläuferin. Und sie nimmt jetzt da die Magazine auf. Haben Sie gesehen, die kleine Patrondose in ihrer Hand. Das machen die Athletinnen selber.
Ganz selten kommt es auch mal vor, dass es vergessen wird. Kann man sich gar nicht vorstellen. Andrea Henkel, die stand mal im Oberhof mit leeren Magazinen am Schießstand. So, und jetzt am Anstieg ist Dora Aber ein wenig näher herangelaufen an die Italienerin. Und auch bei dieser Gruppe ist es wie in der Runde zuvor Franziska Preuß mit leichten Vorteilen. Läuft immer einen Tick schneller als Tandre Wolf, kann sich nicht richtig absetzen. Und Dora Aber ist dran an Nicole Gontier. Dora Aber, die ein Hotel eröffnen wird im Herbst, ihr Ökologiestudium beendet. Sie sagt, ich verlasse das hier nicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sondern mit zwei lachenden Augen. Es war mir einfach alles zu viel. Sie hat eine kleine Tochter, Adele, die möchte sie mehr sehen. Adele und ihr Mann Luis sind auch hier. Ihre Eltern. Morgen nach der Verfolgung. Wenn es dann endgültig zu Ende ist, dann gibt es vielleicht trotzdem ein kleines Tränchen. Wenn wir sicherlich draufschauen, auch morgen dann. Eine großartige Athletin, 29 Sekunden. Der Abstand zwischen Preuß und Tandre Wolf zur Spitze. Also wieder ein bisschen kleiner geworden als bei der letzten Zwischenzeit. Das sechste Schießen steht an. Nicole Gontier, eben hat sie mich positiv überrascht mit ihrem guten Schießen. Marie-Dorin Aber. Und auch jetzt die Italienerin nach zwei Schuss im Vorteil. Jetzt müssen beide einmal nachladen und die anderen sind da. Aber beide machen es wieder gut. Finden das 11,5 cm große Ziel. Im stehenden Anschlag wird ja aus der Bewegung geschossen. Die Waffe über die Atmung ins Ziel gerückt. Franziska Preuß mit einer schnellen, mit einer mutigen Serie. Mit vier Treffern. Dann beim letzten nicht nachgehalten. Der geht daneben. Tandre Wolt hat den ersten daneben geschossen. Jetzt brauchen sie beide auch wieder einen Nachlader wie eben. Franziska Preuß etwas schneller. Und jetzt ist sie raus, weg von der Norwegerin. Jetzt kann sie dort vielleicht mal eine Lücke reißen. Wie groß ist der Abstand nach vorn? Sekunden jetzt noch. Tandre Wolt hat natürlich den Vorteil, sie kann Franziska Preuß sehen, kann sich da möglicherweise ein wenig ransaugen. Ja. 32 Sekunden Schießzeit von Franziska Preuß eben. Die anderen drei haben jeweils 35 gebraucht, unwesentlich schneller. Aber jede Sekunde zählt am Ende. Denise Herrmann beim Interview. Ja, und wir beide haben ganz entspannt in der Sonne gestanden und zugeschaut. Und Denise sagt, so ohne Tücken ist diese Sonne gar nicht. Warum? Ja, man kommt halt da mit seiner Sonnenbrille an, die natürlich auch da ziemlich viel abfiltert von dem Sonnen oder von dem hellen Licht. Und dann tut man es kurz vorm Schießen halt hoch. Dann merkt man erstmal, wie hell das eigentlich ist. Aber ja, es ist natürlich gigantisches Winterwetter. Wir freuen uns, dass es Ende März nochmal hier so ein Wetter in solchen Bedingungen hat. Ich hatte den Eindruck, Sie haben nach den vier Fehlern im Sprint heute sehr großen Wert auf sicheres, langsameres Schießen gelegt. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich heute mal ein bisschen forscher rangehen an die Sache. Ich war gestern extra noch mal im Training draußen und habe das noch mal geübt. Im Training klappt es auch schon ganz gut. Im Wettkampf fehlt es mir dann irgendwie manchmal noch an der Umsetzung. Dann hatte ich mit dem Nachlader noch ein bisschen Probleme. Da waren mehr Handschuhe zwischen den Nachladern und dem Magazinschacht. Da habe ich irgendwie auch sinnlos Sekunden liegen lassen. Ja, man sieht heute, es ist eine enge Staffel, da wird jeder Nachlader oder ist jeder Nachlader sehr unnötig. Und ja, mit drei Nachladern bin ich da auch nicht ganz so zufrieden. Ich meine, wenn es einer nur gewesen wäre, wäre es natürlich noch besser gewesen. Sie gehen sehr hart mit sich ins Gericht, aber Sie sind ja immer noch, sagen wir mal in Anführung, Neuling.
Ja, aber das hat bei der Staffel nichts mehr zu tun. Da laufen einfach die vier Besten und wir haben da ganz hohe Ansprüche und da müssen wir auch dem gerecht werden. Und ja, ich weiß auch, dass ich es besser kann und ja, klar, halt keine Strafrunde, aber ich meine, man muss natürlich sich da mit den Weltbesten messen und das ist natürlich da am besten fehlerfrei vom Schießstand weggehen. Das ehrt sich. Danke, Denise. Das ist noch einmal der Blick zurück, da ganz hoch der Fehler, kaum noch im Bild von Nicole Gontier, aber insgesamt starke Leistung der Italienerin. Es ist jetzt ein Vierkampf, der sich hier entwickelt hat. Im Moment sind es zwei Zweikämpfe, mal sehen, ob die sich noch zu einem Vierkampf vereinen. Ein Zweikampf ganz vorne, hier nämlich zwischen Frankreich und Italien. Jetzt Marie Dorin-Abert vorne. Und dann ein Zweikampf um die Positionen 3 und 4 zwischen Franziska Preuß, Deutschland und Ingrid Tandrevold aus Norwegen. Und dahinter klafft dann schon eine Lücke von einer Minute auf Gasparin aus der Schweiz. Ungewöhnlich große Abstände heute. Und Franziska Preuß kann den Abstand zu Tandrevold hier zumindest wirklich so halten oder vielleicht sogar ein wenig ausbauen. Ingrid Tandrevold, fünfte war die im Sprint in Hochfilzen im Dezember. Das war so ihr erstes großes Highlight. Laura Dahlmeier, die deutsche Schlussläuferin. Und Tandrevold hier vom Heimpublikum getragen, schiebt sich wieder ran an Franziska Preuß am Anstieg. Und da sehen Sie es, jeder sucht hier ein gutes Plätzchen, um dieses Rennen zu verfolgen. Es ist eine fantastische Atmosphäre hier rund um die Strecke bei diesem Wetter. Die Fans genießen Biathlon, die genießen die Natur, sich selbst. Es ist eine große, große Wintersportparty, wie so oft in Skandinavien. Wintersport gehört einfach in diesem Bereich Europas so zum Leben dazu, wird hier so zelebriert. Mit einer Begeisterung und Leidenschaft. Die kleine U-Bahn, die hier hochfährt vom Bahnhof zum Holmenkollen, jeden Tag voll mit Menschen, die mit ihren Skiern, mit ihren Schlitten hochkommen. Es gibt eine 2 Kilometer Rodelstrecke, die ehemalige Bobstrecke der Olympischen Spiele von 1952. Auf der die Leute hier hinten auf der anderen Seite dieses Berges Schlitten fahren können. Dorin-Abert setzt sich jetzt hier ein kleines bisschen ab, will Anaïs Bescon, der Schlussläuferin, ein bisschen was mit auf den Weg geben. Bescon ist auch eine deutlich schnellere Läuferin als Sanfilippo, die italienische Schlussläuferin. Also der Abstand, den jetzt hier Marie Dorin-Abert herausläuft, den dürfte die französische Schlussläuferin Anaïs Bescon Richtung erstes Schießen dann auch noch vergrößern. 2,2 Sekunden der Abstand aktuell zwischen Frankreich und Italien. Da kommt Franziska Preuß. Hat dann jetzt hier im Stadionbereich, ähnlich wie Dorin-Abert beim ersten Pärchen, noch mal eine kleine Lücke entstehen lassen. Laura Dahlmeier rechts, links Marte Olsbu, die Norwegerin. Olsbu beim Olympiasprint als Dahlmeier Gold gewann, da gewann sie Silber. Also das ist jetzt absolute Weltspitze unterwegs. Auch Anaïs Bescon gewann 2 Medaillen bei den Spielen in Pyeongchang. Die französische Schlussläuferin, Bronze in der Verfolgung und mit der französischen Staffel.
Selina Gasparin, die Schweizer, vorhin schon kurz erwähnt, waren Sechste bei den Olympischen Spielen. Jetzt geht Irene Kadurisch auf die Strecke. Die können dieses Ergebnis hier sogar noch toppen, jetzt mit einem fünften Platz möglicherweise. Kadurisch war ja Achte beim Olympiasprint in Pyeongchang. Bestes Ergebnis ihrer Karriere. Wenn sie da den letzten Schuss gemacht hätte, wäre sie möglicherweise sogar noch zu einer Sensationsmedaille gelaufen. Aber Sie sehen es auch, der Abstand eben schon groß. 50 Sekunden auf Platz 4. Die Ukraine mit Valentina Semerenko. Die letzten 10 Meter des Winters für sie. Die Ukrainerin hat sich nicht qualifiziert für den Hoppala-Sturz von Julia Dschümer beim Wechsel. Für den Verfolger. Und die Ukraine nimmt ja nicht teil nächste Woche in Russland, in Tjumen, aufgrund der politischen Situation zwischen der Ukraine und Russland. Also Saisonende jetzt für Valentina Semerenko. Julia Dschümer, die Schlussläuferin, morgen in der Verfolgung natürlich noch dabei. Dritte im Sprint mit großen Chancen. Dann Japan auf der 7, Schweden. Das olympische Silberquartett heute nur auf Position 8. Russland mit einer Strafrunde. Zehnter mit 2,26 Rückstand schon. Marie Dorin-Aber und Anaïs Bescon. Gemeinsam sind schon so viele Staffeln gelaufen, diese beiden. Es ist das letzte Mal jetzt gewesen für Marie Dorin-Aber. Anaïs Bescon hat gestern erzählt, dass sie keine Überraschung vorbereitet. Morgen im Ziel für Marie Dorin-Aber. Darüber dürfte sie sich dann freuen. Heute wird sie von ihrer Mannschaftskollegin sich in erster Linie wünschen, dass sie diese Führung nach Hause bringt und Dorin-Aber einen Sieg schenkt. Lassen Sie sich nicht irritieren, das sind überrundete Läuferinnen. Dann dort unten. Erst ist die Italienerin auf der rechten Seite mit der 6 und die Überrundeten werden dann auch gleich von Helfern aus dem Rennen genommen werden. Damit sie eben dort den Kampf um die Spitzenpositionen nicht stören. Nun, dort unten haben wir schon Laura Dahlmeier gesehen. Hier Laura Dahlmeier und Marte Olsbü. Laura Dahlmeier, Doppel-Olympiasiegerin von Pyeongchang. Dazu Bronze im Einzel. Großartige Erfolge, die sie gefeiert hat bei den Olympischen Spielen. 2,2 Sekunden war der Abstand beim Wechsel. Jetzt sind es 6,5. In 20 Sekunden Rückstand hatte Laura Dahlmeier, die hat 4 aufgeholt Richtung Bescon, 8 auf San Filippo. Aber Marte Olsbü, die bleibt dran, die ist hartnäckig wie ein Kaugummi unter der Sohle. Der Kontrollblick auf die Windfahnen, wie sieht's aus? Ist es so, wie es beim Anschießen vor dem Rennen war? Ja, ist es. Stabile, gute Bedingungen, Federica San Filippo. Jean-Paul Jacquinot, Frauentrainer der französischen Mannschaft. Oben Dahlmeier und Olsbü. Perfekt von Bescon. Nachlader San Filippo. Olsbü schießt schneller als Dahlmeier. San Filippo ist raus nach einem Nachlader. Jetzt muss Olsbü nachladen. Zweimal sogar. Laura Dahlmeier bringt die Null. Schiebt sich jetzt ran an die Italienerin. Und jetzt korrigiert Olsbü. Dreht bei links, verändert die Visierlinie. Hat sie da den Eindruck, dass der Wind ein wenig aufgefrischt hat? Noch ein Fehler. Jetzt muss sie zweimal treffen, sonst geht Norwegen in die Strafrunde. Jetzt nimmt sie noch mal 2 Rasten. Wirkt auch ein wenig verunsichert auf mich.
Ja, jetzt hat sie sich, glaube ich, rausgedreht. Würde mich nicht wundern, wenn der Letzte jetzt auch noch daneben geht. Norwegen geht in die Strafrunde, verabschiedet sich. Ja, das ist bitter. Der Schuss wurde jetzt gar nicht angezeigt. Doch, also getroffen, eine Strafrunde, klar. Aber jetzt ist es nur noch ein Dreikampf. Frankreich, Italien, Deutschland. Marte Olsbü muss in die Runde. Und Laura Dahlmeier kann San Filippo schon sehen. Haben Sie es gesehen? Dort oben über der Kuppe. Ulpi-Kuppel, die schöne Kuppe ist das hier. Eine bekannte Stelle. Hat sie sie gesehen. Jetzt geht Olsbü raus. Eine Minute Rückstand jetzt auf Laura Dahlmeier. Gemeinsam waren die dort zum Schießen gekommen. Rolle rückwärts für Norwegen. Anaïs Bescon mit einer perfekten Serie. Die hat sich das jetzt alles zurechtgelegt. 17 Sekunden Vorsprung nach dem Schießen. Laura Dahlmeier. Bescon und Dahlmeier jeweils nur 30 Sekunden auf der Matte. Schnelle Schießzeiten. Schneller war nur die Russin Jolova. Die hat nur 26 Sekunden gebraucht. Marte Olsbü eine Minute und drei Sekunden auf der Matte. Allein beim Schießen 33 Sekunden verloren auf die Deutsche. Und dann musste sie auch noch die Strafrunde laufen. Russland jetzt auf 7-2-27 zurück. Dann Hanna Öberg, die Schwedin, 2-29 zurück auf der 8. Gigantische Abstände. Und Laura Dahlmeier ist dran an San Filippo. Dahlmeier auf 2 jetzt. Und Anaïs Bescon läuft vorne, ein einsames Rennen. Das kann auch tückisch sein, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus gewohnten Mustern herausfällt, wenn man da ganz alleine dann steht. Sehen Sie es auch mal im Gesicht, die Anstrengung. Hier der lange Anstieg. Aber Anaïs Bescon ist eine erfahrene Athletin, 30 Jahre alt. Hier in Oslo im März 2007 debütierte sie im Weltcup. Vor 11 Jahren, damals wurde sie 60. im Sprint. 9. im Gesamtweltcup, die Französin. Also eine der Besten dieses Winters. 22 Sekunden. 3 Sekunden konnte Laura Dahlmeier da jetzt noch mal gut machen von der letzten Zwischenzeit auf Anaïs Bescon. Aber nur auf der Strecke wird Dahlmeier den Abstand nicht schließen können. Es geht nur über den Schießstand. Franziska Preuß hören wir noch ganz kurz, bevor es zur Entscheidung geht. Ja, Franziska, da es hier gleich zur Entscheidung geht, zum letzten Schießen, wie waren Sie mit Ihrem zufrieden und mit dem Rennen insgesamt? Ja, ich bin ja wirklich zufrieden mit halt immer einem Nachlader gerade. Liegend habe ich wirklich probiert zum Riskieren, dass ich da Zeit aufhole, dann passiert einfach mal ein Fehler, aber das ja, wieder mit einem Nachlader gut gelöst und auch stehend mit einem Nachlader mir wirklich zufrieden. Danke, Franzi. Und wir sind rechtzeitig zurück zur Entscheidung.
Langsamer Rhythmus. Laura Dahlmeier ist da. Anaïs Bescon, jetzt hat sie daneben geschossen. Das hört Laura Dahlmeier. Schnell und fehlerlos, dann geht noch was auf Platz 1 für Deutschland. Bescon wartet jetzt lange. Jetzt hat sie getroffen. Wenn Laura Dahlmeier 0 schießt, dann kann sie da aber noch mal ran. Sie braucht jetzt diesen 5. Treffer. Und den setzt sie. Das wird eine spannende Schussrunde. San Filippo ist raus, braucht einen Nachlader. Und Laura Dahlmeier, die fliegt jetzt hinter Anaïs Bescon hinterher. Dort läuft die Uhr und dort rechts sehen sie Dahlmeier. Sie kommt aus dem Schießstand. 2 Kilometer sind es nur noch. Nicht viel Zeit. 8 Sekunden. Das hat Laura Dahlmeier im Tank. San Filippo eigentlich mit einem großen Polster nach hinten. Jawohl, Italien wird hier auf jeden Fall Dritter. Dafür ist der Vorsprung zur laufstarken Marta Olsby zu groß, den Federica San Filippo hat. Aber was passiert hier vorne? Laura Dahlmeier, kann sie den Franzosen hier noch einen Strich durch die Siegrechnung machen oder nicht? Da ist Marta Olsby jetzt erst beim Schießen. San Filippo ist schon, Sie sehen es unten, durch die Zwischenzeit. Nicht sauber repetiert. Muss sie doch mal nachfassen. Ja. Warum nicht gleich so, mag man sich fragen. Eben noch die Strafrunde, jetzt Marta Olsby mit 5 astreinen Schüssen. Ja, ist das jetzt ein versöhnlicher 4. Platz für die Gastgeberinnen? Ich glaube eher nicht nach der Strafrunde, muss man sagen. Podest verpasst, aber die Schweiz. Großer Erfolg für Jörn Wollschläger, den deutschen Trainer. Die geht hier auf Platz 5 auf die Schlussrunde. Sekunden lagen zwischen Anaïs Bescon und Laura Dahlmeier nach dem Schießen. Stéphane Boutiot, französischer Cheftrainer dort, mit den Ansagen, mit den Informationen, mit der Anfeuerung am Ende brauchst du jetzt auch keine Zeit mehr. Du weißt, du musst jetzt hier in den dunkelroten Bereich gehen. Laura Dahlmeier, dort hinten kommt sie. Und auch wenn die Runde nicht lang ist, es gibt noch einige schmerzhafte Momente. Hinten den Anstieg am Gratishaugen, dann nochmal der kleine Anstieg hier über den Schießstand. Abstand ist erst einmal größer geworden. 12 Sekunden, ja, 4 Sekunden hat sie verloren. Anaïs Bescon vorne mit einem extremen Angang hier in die Schlussrunde. Der Rückstand von San Filippo, die hat sogar ein bisschen Zeit gut gemacht nach vorne, 3 Sekunden. Dahlmeier hat nach vorne jetzt 12 Sekunden, nach hinten 16. Und Bescon wirkt kraftvoll und entschlossen. Sie sind beide läuferisch auf einem ähnlichen Niveau, Laura Dahlmeier und Anaïs Bescon. Laura Dahlmeier ja oft in der Lage, in dieser Jagdsituation, in der Schlussrunde, noch ein bisschen zuzulegen. Aber die zusätzlichen Schneemeter, die Bescon zwischen Dahlmeier und sie gelegt hat auf dem Anfang dieser Runde, die könnten reichen für die Französin. Dort jetzt kommt Laura Dahlmeier um die Ecke gesaust. Jetzt die Italiener. Jetzt noch einmal herum um die Kuppe, dann die lange Abfahrt ins Stadion. Jacquinot. Die Trainer natürlich, abwartende Zuschauer, wirkt ganz cool, innerlich sicherlich nervös. 14 Sekunden Abstand wächst
wird größer. Das wird reichen für die französische Staffel, jetzt wo wir die Zeitenorientierung haben. Anaïs Bescon, Laura Dahlmeier, aber Wiedergutmachung gelungen für die verpatzte Olympiastaffel. Deutschland zurück auf dem Podest. Drei Staffeln hatte es ja schon gegeben vor Olympia. In Hochfilzen gewannen die Deutschen. In Oberhof wurden sie Zweite hinter Frankreich. Und in Ruhpolding, auch da gewann Deutschland. Dann bei Olympia der Absturz. Und jetzt sind sie wieder zurück auf dem Podest. Mit Frankreich hat sich einer der Mitfavoriten durchgesetzt. Das ist der letzte Anstieg. Jetzt noch einmal die Traversale hinter dem Schießstand. Da guckt der Blick nach hinten von Anaïs Bescon. Hier oben jetzt am Technikgebäude vorbei. Dort rechts stehen in der Regel auch noch ein paar Wachsheimer und feuern an und gratulieren auf der letzten Runde. Dort hinten jetzt Laura Dahlmeier. Da wirkt es etwas dichter, als es ist, durch die Kamera. Und dieser Sieg der französischen Staffel, jetzt weiß sie es, jetzt zeigt sie es auch. Das ist sicherlich auch ein Geschenk an Marie Dorin-Aber von den drei anderen, von Anaïs Chevalier und Celia Emonier, dass die große Marie Dorin-Aber hier eben in ihrem vorletzten Rennen noch einmal ganz oben auf dem Podest feiern darf. Die Staffel wird dann gleich noch eingeladen in die Loge von König Harald V. Das ist die Freude der Französinnen. Wir gratulieren. Félicitations Frankreich, Laura Dahlmeier und Deutschland. Platz 2 für das DSV-Quartett heute. 14,4 Sekunden am Ende. Und Italien auf Platz 3, auch für die italienische Staffel nach Olympia. Ein wichtiges Rennen, als sie nur Neunte waren. Federica Sanfilippo. Sie hat es ins Ziel gebracht. Laura Dahlmeier, volles Risiko beim letzten Schießen. 5 schnelle Schuss, 5 Treffer, 28 Sekunden Schießzeit. 8 Sekunden der Abstand nach vorn. Aber Anaïs Bescon war nicht zu halten. Und dennoch. Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Preuß und Laura Dahlmeier überzeugen. Marte Olsbü. Auch Norwegen hatte lange die Chance, aufs Podest zu laufen. 7. Schießen, Strafrunde von Olsbü, als sie im Liegendanschlag mit der Windsituation nicht zurechtkam, die es eigentlich so gar nicht gab. Dort einfach falsch reagiert hat. 1,26, großer Rückstand. Auch andere dürften enttäuscht sein. Die Schweden, die auf 6 immer noch auf der Schlussrunde laufen. Die Schweiz, denen gratulieren wir nach Platz 6 bei Olympia, heute Platz 5. Tolles Ergebnis und gleich sind wir wieder hier mit der Analyse dieses Rennens.